Hallo und herzlich willkommen zu Thomas kocht. Heute machen wir eine leckere Spaghetti Carbonara. Ich habe zwar schon mal ein Video gemacht, ich habe mir das neulich mal angeguckt und die Hintergrundmusik war wirklich sehr laut und wirklich nervend. Deswegen habe ich mich entschieden, nochmal eine Carbonara zu machen. Und bei der Gelegenheit habe ich das Rezept auch gleich ein bisschen verbessert. Und ich glaube, es wird euch gefallen, denn Spaghetti Carbonara ist einfach wirklich, wirklich lecker. Schaut euch das Video an, ich wünsche euch viel Spaß. Für unsere Spaghetti Carbonara brauchen wir selbstverständlich Spaghetti, dann Eier, ich nehme hier das Vollei, nicht wie das Eigelb in vielen anderen Rezepten, Parmesankäse und oder auch Pecorino, man kann die beide mischen, man kann auch nur Pecorino nehmen. Ich nehme heute mal nur Parmesankäse. Dann mache ich gerne rein ein kleines bisschen Petersilie, ein wenig Knoblauch, den nehme ich nachher aber wieder raus, nur für den Geschmack ein bisschen. Ein wenig Zwiebel oder Schalotte und ich habe hier eine geräucherte Schweinebacke. Normalerweise nimmt man Pancetta oder Guanciale nennt sich das. Gerade Guanciale ist schwer zu bekommen, kriegt man nicht an jeder Ecke. Aber es geht auch ganz einfach. Speck, Schinkenwürfel, da könnt ihr alles Mögliche nehmen, ehrlich gesagt. So, dann legen wir mal los. So, wir fangen mal mit unserem Speck hier an, beziehungsweise unserer Schweinebacke. Ich mache hier die Haut runter. So, dann schneiden wir uns hier ein Stück raus. So sieht das Ganze aus. Sieht tatsächlich aus wie Guanciale, ist nämlich auch von der Schweinebacke, manchmal auch vom Nacken. Ist allerdings nicht geräuchert, aber das ist hier eine sehr gute Variante. So, das Ganze schneiden wir uns jetzt hier erstmal in Streifen. Und dann schneiden wir das nochmal in grobe Stäbchen, Würfel. So, die Zwiebel. Ihr könnt sie, wie gesagt, auch weglassen, wenn ihr keine Zwiebel möchtet. Ich nehme es eigentlich ganz gerne, weil es gibt doch noch einen ganz guten Geschmack. Das reicht uns eigentlich hier auch schon. Und die Knoblauchzehe, die drücken wir nur leicht an. Schälen sie. Die geben wir dann kurz mit, einfach in das Öl mit rein, nur damit sie ein bisschen Geschmack abgibt. Die Petersilie, Blattpetersilie nehmen. Krause Petersilie schmeckt eigentlich nach gar nichts. Aber auch hier ist diese Petersilie eher optional. In einer ganz klassischen Carbonara werdet ihr sie ja auch manchmal finden, aber wahrscheinlich eher selten. Die schneiden wir einfach in dünne Streifchen. Und damit sind wir mit unserer Vorbereitung auch schon fertig. Wir fangen mal an und geben ein kleines bisschen Olivenöl in eine Pfanne. Es läuft zwar auch noch Fett aus dem Speck aus, aber so ein bisschen Öl hilft dabei, dass der Speck ein bisschen knuspriger wird. So, dann geben wir unseren Speck schon mal dazu. Könnt ihr ruhig von Anfang an auch die Knoblauchzehe mit reingeben. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn ihr den Speck reinmacht, wenn die Pfanne noch kalt ist. Denn dann kann das Fett sogar noch ein bisschen besser rauslaufen, langsam. So, das Ganze lassen wir ein bisschen Farbe nehmen. Und der Knoblauch gibt hier ein bisschen Geschmack ab. Dann machen wir auch unsere Zwiebeln mit rein oder Schalotte. So, im Idealfall habt ihr jetzt eure Pasta schon im Wasser, die sollte kochen. Nehmt einen großen Topf, sprudelnd kochendes Wasser. Ich nehme gerne pro Person 100 Gramm bis 150, je nachdem wie hungrig ihr seid, Spaghetti. Natürlich könnt ihr auch mehr nehmen. So, wenn das Wasser schön kocht, geben wir unsere Pasta rein. Am Anfang immer schön ein bisschen hin und her bewegen, dass sie nicht anklebt. Was ich noch vergessen habe, ihr könnt ein bisschen Petersilie auch geschmacklich sehr gut werden, die so ein kleines bisschen am Ende noch mit anbratet. Ja, dann gibt die gleich noch ein bisschen Geschmack ab. So, jetzt nehmen wir das Ganze aber von der Hitze. Spaghetti sind im Wasser. Das Ganze hier dürfte schon sehr, sehr lecker. So, jetzt geht es noch an die Soße. Das ist ganz einfach. Dafür habe ich jetzt hier schon mal Parmesan gerieben.
Oder eben, wie gesagt, auch Pecorino. So, dann brauchen wir unsere Eier. Ich nehme ein Ei pro Person. Also wenn ihr natürlich pro Person 500 Gramm Pasta rechnet, braucht ihr etwa 5 Eier. Ein Ei reicht für etwa 100 bis 150 Gramm Spaghetti. So, da rein geben wir den Käse. Ich mache gleich gerne ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer noch mit rein. Ihr braucht hier meistens eigentlich kein zusätzliches Salz, denn einmal ist der Parmesankäse salzig. Und je nachdem, was ihr verwendet, Speck, Schinken, ist auch immer salzig. Von daher sparsam mit dem Salz. Ihr braucht eigentlich nur das Salz, was ihr für die Nudeln kochen braucht. Es gibt übrigens ganz, ganz viele Abwandlungen von der Carbonara. Und tatsächlich auch in Italien gibt es die Variante, wo man noch etwas, zum Beispiel Weißwein mit dazu gibt. Oder eben auch einen Schuss Sahne. Ich persönlich ziehe diese Variante, so wie ich es jetzt mache, vor. So, wir geben jetzt die Pasta direkt aus dem Topf hier rein. Ich mache das jetzt hier mit der Zange, aber ihr könnt die Nudeln natürlich auch einfach abgießen. Ich würde mir nur so ein kleines bisschen Nudelwasser aufheben. Also wirklich nicht viel, hier so ein Löffelchen Nudelwasser mit dran. Normalerweise müsst ihr die Pasta jetzt hier nicht abkühlen lassen. Ihr müsst sie am Anfang nur direkt gleich ein bisschen bewegen. Und jetzt haben wir hier unsere Eier. Natürlich darf es nicht zu heiß werden. Aber in der Regel, wenn es auf einen Rutsch reingießt, passiert das auch nicht. Denn eine gewisse Temperatur sollen die Eier natürlich noch bekommen, die Carbonara. So, wie ihr hier seht, ist da auch noch nichts geronnen. Das heißt, wir können jetzt ruhig noch ein kleines bisschen vorsichtig auf die Hitze gehen. Das ist jetzt hier so ein bisschen die Kunst bei der Carbonara. Sie soll nicht Rührei werden, aber sie soll halt auch nicht roh sein. Den immer bewegen ein bisschen. Und sobald ihr merkt, es wird cremig, sofort von der Hitze gehen. Hier seht ihr, es ist noch ein bisschen dünn. Deswegen ruhig noch mal ein bisschen auf der Hitze lassen. Und das Ei verbindet sich dann mit dem Nudelwasser und dem Käse zu einer wunderbar cremigen Soße. So, jetzt muss es runter von der Hitze. Jetzt fängt es an zu stocken ein bisschen. So, so ist das wunderbar. Hier noch ein kleines bisschen von dem Bacon auf die Seite gelegt, den man dann oben noch ein bisschen verteilen kann. So, zum Schluss würde ich noch ein bisschen Parmesan drauf geben. Und fertig ist eure Carbonara. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut auch gerne mal bei mir bei Facebook und Instagram vorbei. Und dann hoffe ich, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.